Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin begeistert über die Teilnehmerzahl. So 200 Leute sind wir gerade live dabei. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert, dass ihr euch für so ein unfassbar ätzendes, trockenes Thema begeistern könnt. Ich versuche es so schmerzfrei wie möglich irgendwie über die Bühne zu bekommen. Warum wir uns dachten, wir haben tatsächlich in der Vergangenheit regelmäßig Webinare gemacht, warum wir dachten, dass jetzt vielleicht am Ende des Jahres doch eine ganz gute Idee wäre, das Ganze nochmal zu wiederholen, ist, weil man bestimmte Sachen halt nur einmal im Jahr machen kann. Das heißt, am jedem Jahresende kann man halt nochmal ein paar Sachen machen, um Steuern zu sparen. Und da wir jetzt nur noch in diesem Jahr so 3,5 Wochen haben, ist doch jetzt höchste Zeit, sich darüber mal Gedanken zu machen. Wenn ihr Mandanten bei uns seid, also bei Kontist Steuerberatung, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit in der Kontist-App fragen. Also wenn ihr heute irgendetwas hört, irgendwas mitbekommt und sagt, ey, dazu möchte ich unbedingt bitte gerne mal mit jemandem sprechen, dann schreibt es gerne in die App und dann finden wir einen Termin und dann quatschen wir. Ich kann natürlich nicht jedem garantieren, dass ich jetzt noch bis zum Jahresende mit allen hunderten Leuten persönlich spreche, aber wir haben natürlich viele, viele Steuerberater, die alle viel kompetenter sind als ich und die können euch natürlich gerne weiterhelfen. Ansonsten, ja, habe ich schon viel zu lange darüber geredet und deswegen zeige ich euch einfach mal, was wir heute so vorhaben. Wir wollen, oder das Thema, wie ich es genannt habe, ist Steueroptimierung zum Jahresende für Freiberufler. Ist natürlich nicht nur für Freiberufler, sondern auch für Gewerbetreibende, also jeder, der irgendwie in Deutschland in der Rechtsform des Einzelunternehmens selbstständig ist. Für all diese Leute habe ich mir das heute ausgedacht. Genau für die, an die möchte ich mich richten. Kurz zu mir, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Melchior, komme aus Berlin. Ich bin selber gelernter Steuerfachangestellter, habe Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung, habe über Jahre lang irgendwie in irgendwelchen Steuerberatungskanzleien gearbeitet, mal größer, mal kleiner, und fand es immer super ätzend, ehrlicherweise, muss ich ehrlicherweise so sagen, und habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht und war insgesamt in meinem Leben ungefähr 15 Jahre selbstständig. Deswegen glaube, hoffe ich, dass ich das Ganze relativ praktisch auch erklären kann. Das heißt, ihr könnt gerne Fragen stellen und ich versuche das nicht nur theoretisch richtig zu beantworten, sondern auch irgendwie praxisrelevant. Es ist halt auch einfach immer so, dass es immer eine theoretische Antwort gibt und dann gibt es immer noch eine Praxis, wie das tatsächlich am Ende gelebt wird. Und ich versuche das doch relativ praktisch zu halten. Und was ich als letztes gegründet oder mitgemacht aufgebaut habe, ist die Kontist Steuerberatung. Das heißt, das ist mit auf meinem Mist gewachsen, weil mich das alles so ein bisschen genervt hat, die klassische Steuerberatung. Deswegen dachte ich, machen wir das Ganze doch ein bisschen besser. Das ist natürlich eine Reise, die ist jetzt gut 2 Jahre alt, diese Reise. Wenn jemand von euch da schon 2 Jahre oder länger dabei ist, dann gehört ihr quasi zu den Urgesteinen schon und seid ihr genauso lang dabei wie ich. Da haben wir natürlich noch viel vor, so viel zu mir, mehr müsst ihr glaube ich nicht wissen. Viel entscheidender und spannender ist, was kommt heute, also was sind eigentlich unsere Tagesagenda-Punkte. Erstmal möchte ich ganz kurz, um so einen kleinen Rahmen zu setzen, wie berechnet sich eigentlich die Steuer, warum ist das Jahresende wichtig und so weiter, so ein paar Grundmechanismen, die wichtig sind zu verstehen, um alle Leute abzuholen, die das noch nicht gehört haben. Dann ist natürlich, oder nicht natürlich, sondern erstmal so als Info für euch, Investition am Jahresende ist natürlich ein Thema, wo ihr euch überlegen könnt, brauche ich noch irgendwas, wie mache ich das am besten, noch dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, Zahlungszeit, Punkte irgendwie zu setzen, hin und her zu schieben. Da geht es gerade auch um Investitionen, Anzahlungen, Vorauszahlungen und so weiter. Und auch das ganze Thema Rechnungsstellung terminieren rund um das Jahr ist, glaube ich, relativ gut. Und es gibt noch mal ein paar Sachen, die sich zum Jahreswechsel ändern. Ich werde immer mal wieder ein paar Dinge erwähnen oder nennen oder sagen, irgendwelche Wörter benutzen, die ihr vielleicht nicht kennt. Ich habe mir relativ viel Arbeit gemacht und habe eine ganze Reihe an vertiefenden Videos in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, wenn ihr irgendwo was nicht kennt, dann könnt ihr auch kurz in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da sind ganz viele weiterführende Links zu Videos und Playlisten und so weiter. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und wir haben einige Berechnungstools, zum Beispiel für die Kfz-Versteuerung. Habt ihr die 1%-Methode, Fahrtenbuch und so weiter. Und was am Ende günstiger ist, das kann ich euch nicht pauschal sagen. Ich kann euch sagen, wann die Tendenz mehr Richtung Fahrtenbuch und wann mehr in 1%-Methode geht. Das kann ich euch sagen. Was ich euch nicht sagen kann, ist, wie das ganz konkret in eurem Einzelfall ist. Und da haben wir so Berechnungstools.
Und die findet ihr auch in der Videobeschreibung. Die sind öffentlich, also was heißt öffentlich, ihr müsst keine E-Mail-Adresse oder sowas eingeben, die könnt ihr einfach nehmen. Ich würde euch bitten, dupliziert die bitte. Das sind Google Spreadsheets, die sind alle schreibgeschützt, das heißt, da könnt ihr eure Zahlen nicht reinschreiben, aber wenn ihr einfach auf duplizieren geht, also das ganze Ding einfach dupliziert für euch, dann könnt ihr anschließen, dann hat keiner Zugriff auf eure Kopie und dann könnt ihr anschließend eure Zahlen eintragen, stellt dann nicht die Bearbeitungsanfrage. Die E-Mails kriege ich jeden Tag mehrfach und die werde ich nicht annehmen, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand seine Zahlen da einträgt und der Weltöffentlichkeit zur Verfügung stellt. Der erste Punkt ist, warum ist das Jahresende eigentlich so relevant? Und das gilt vor allem für alle Selbstständigen, die eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Das heißt, für die gilt, dass die müssen eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Das heißt, wenn du ihr in eurer Steuererklärung die Anlage IÜR ausfüllen müsst, dann unterliegt das Ganze dem Zufluss-Abfluss-Prinzip. Was bedeutet das? Das Datum der Rechnungsstellung ist vollkommen egal. Das heißt, wenn ihr heute eine Rechnung stellt, ist das für die Steuer vollkommen egal, weil steuerlich relevant wird sie erst, wenn sie bezahlt wird. Das heißt, Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das Gleiche gilt halt für die Ausgaben. Und da kommen wir auch nachher dazu. Damit kann man jetzt zum Jahreswechsel ja durchaus ein bisschen spielen. Wenn du heute ein Projekt abgeschlossen hast, musst du die Rechnung ja nicht zwingend heute stellen, sondern kannst sie vielleicht auch erst am 31.12. stellen. Damit kannst du quasi sicher gehen, dass die Zahlung auch erst im nächsten Jahr kommt und müsst ihr dieses Jahr darauf keine Steuern mehr bezahlen. Ganz simples Ding. Das müsst ihr zum Beispiel machen. Und das gleiche Prinzip, also das gleiche Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt bei der privaten Einkommensteuererklärung. Das heißt, das, was da schon vorhin gefragt wurde nach Rentenversicherung, auch mit Krankenversicherungsbeiträgen. Auch Krankenversicherungsbeiträge könnt ihr dann absetzen, wenn ihr sie zahlt. Genauso wie Rentenversicherungsbeiträge. Und das ist gut zu wissen. Das ist so eine Basic, die müsst ihr erstmal wissen, weil darauf baut jetzt gleich im Folgenden relativ viel auf. Und es gibt bestimmte Wahlrechte, Verpflichtungen und so weiter, die man nur einmal im Jahr verändern kann oder die man einmal im Jahr irgendwie zu seinen Gunsten anpassen kann. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ihr am Jahresende checken solltet. Und das erste ist die schon erwähnte Kfz-Versteuerung. Ich kann euch nicht pauschal sagen, was günstiger ist. Wie gesagt, da gibt es eine Berechnungssheet unten in den Kommentaren. Schaut euch das gerne an. Ihr solltet vielleicht einfach mal die Zahlen von diesem Jahr nehmen. Das reichen auch die geschätzten Zahlen für nächstes Jahr. Es muss nicht akkurat sein. Aber dann seht ihr, in wie viel Steuern ihr zahlt mit dem Fahrtenbuch und wie viel Steuern ihr zahlt mit der 1% Versteuerung. Ihr könnt diese Methode aber nur einmal im Jahr wechseln. Das heißt, jetzt in 3,5 Wochen ist der 1. Januar. Das heißt, ihr könnt das in 3,5 Wochen einmal ändern. Wenn ihr in 4 Wochen denkt, shit, hätte ich doch nur, ja gut, in 4 Wochen geht vielleicht noch, aber wenn ihr im Februar denkt, Mist, ich wollte doch eigentlich, dann müsst ihr leider wieder warten, bis das Jahr zu Ende ist. Deswegen an dieser Stelle wichtiger Hinweis, das ist etwas, was ihr euch vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Wochen mal anschauen solltet. Ein anderer, weiterer Punkt ist die Kleinunternehmerregelung. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wir haben heute gerade intern diskutiert, dass wir rund um das Thema Kleinunternehmerregelung und Jahreswechsel nochmal ein komplett eigenes, separates Webinar machen. Ich habe schon wieder vergessen, wann das ist. Ich glaube, am 4. Januar reden wir mal nur über die Kleinunternehmerregelung. Hier an dieser Stelle nur einmal ganz knapp wichtig zusammengefasst. Wenn ihr dieses Jahr über 22.000 Euro Umsatz hattet, seid ihr ab dem 1. Januar kein Kleinunternehmer mehr. Und das müsst ihr wissen, weil das Finanzamt wird euch das nicht mitteilen. Das heißt, ihr müsst ab dem 1. Januar Umsatzsteuer ausweisen. Das ist wirklich wichtig. Wenn ihr das nicht macht, wird euch das Finanzamt irgendwann in einem Jahr, in anderthalb Jahren darauf aufmerksam machen, dass ihr theoretisch ab dem 1.1.23 hättet Umsatzsteuer ausweisen müssen und dann müsst ihr das für ein halbes Jahr, anderthalb Jahre rückwirkend machen. Und das ist ziemlich unprofessionell, wenn man allen seinen Kunden schreiben muss, dass man alle Rechnungen korrigieren muss. Und ich spreche hier doch aus eigener Erfahrung, also das habe ich auch in meinem Leben schon mal gemacht. Wirkt unprofessionell. Wenn ich diese Unprofessionalität vermeiden möchte, dann muss ich alles aus eigener Tasche bezahlen und das ist meistens finanziell sehr, sehr, sehr schwierig. Außerdem gibt es Soll- und Ist-Versteuerung und Bilanzierungspflicht, auch darauf gehe ich gleich im Folgenden noch mal ein bisschen tiefer ein. Aber das sind so die vier Dinge, die ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltet, die sich so zum Jahreswechsel ändern können. Das heißt, es geht nicht nur um Steuern sparen, sondern auch bestimmte Möglichkeiten und Wahlrechte. Ein wichtiger Hinweis generell zum Steuern sparen, weil auch ich werde hier jetzt relativ viel über Steuern sparen reden. Allerdings, und auch im Internet werdet ihr überall was finden, am meisten freue ich mich immer, wenn wir unsere eigenen Videos sehen und ich sehe ständig von irgendwelchen Steuerspar-Heinis vor unseren Videos Werbung. Ganz viele Steuerspartipps verschieben nur das Jahr, in dem ihr etwas versteuern müsst. Also wenn ich jetzt mein simples Beispiel, was ich eben schon erwähnt habe, ich
ich stelle meine Rechnung halt nicht heute und bekomme das Geld in 2 Wochen, also noch in diesem Jahr, und muss dieses Jahr Steuern bezahlen, sondern halt erst am 31.12., dann kriege ich das Geld halt nächstes Jahr. Ja, dann habe ich dieses Jahr Steuern gespart, aber das Einkommen habe ich ja nächstes Jahr und muss es dann halt nächstes Jahr versteuern. Das Ganze ergibt schon Sinn, weil man ja Schwankungen hat als Selbstständiger in der Regel. Man verdient ja nicht wie ein Angestellter jeden Monat, jedes Jahr immer exakt gleich viel. Und ihr spart tatsächlich Steuern, wenn ihr Spitzen abtragt. Das heißt, wenn dieses Jahr für euch finanziell wirklich erfolgreich war, dann lohnt es sich, dass ihr bestimmte Zahlungen erst ins nächste Jahr schiebt oder Kosten, die ihr im nächsten Jahr hättet, in dieses Jahr schon vorzieht. Dann ergibt das Ganze Sinn. Wenn dieses Jahr für euch finanziell schwierig war, also schwach war, ihr habt ein relativ niedriges Einkommen, geht davon aus, dass ihr im nächsten Jahr viel mehr verdient, dann ergibt es keinen Sinn, in diesem Jahr Steuern zu sparen, damit ihr dann bestimmte Dinge nächstes Jahr versteuert. Anderer Aspekt ist natürlich, wenn ihr gerade gründet und einfach jeden Euro braucht, das ist natürlich auch legitim, dann kann man das machen, quasi als Liquiditätsmethode, besser als einen Kredit zu holen, ist vielleicht einfach dieses Jahr weniger, für dieses Jahr weniger zu Steuern zu zahlen als für nächstes Jahr. Das ist natürlich auch legitim. Wichtiger Punkt ist auch immer bei der Berechnung, wie viel Steuern spart ihr. Das kann ich euch pauschal nicht sagen. Ich werde ganz viel darüber sprechen, dass ihr irgendwo Kosten haben könnt. Wie viel Geld ihr dadurch tatsächlich spart, ist abhängig von eurem Steuersatz. Und in Deutschland haben wir so 2 Steuersätze. Es ist einmal der Durchschnittssteuersatz. Das ist quasi das, was ihr gesamt an Steuern zahlt. Also wenn ihr 100.000 Euro verdient und 30.000 Euro Steuern zahlt für ein Jahr, dann ist euer Steuersatz 30.000 durch 100.000 sind 30%. Das ist das, was ihr durchschnittlich verdient. Wir haben in Deutschland aber einen progressiven Steuertarif. Das heißt, mit jedem Euro mehr, den ihr verdient, steigt euer Grenzsteuersatz. Ich habe hier Spitzensteuersatz geschrieben, ist per Definition gesetzesmäßig nicht hundertprozentig richtig. Der Grenz, also euer persönlicher Spitzensteuersatz vielleicht. Und der steigt. Und der liegt in der Spitze in Deutschland bei 45%. Darauf kommt unter Umständen noch Soli- und Kirchensteuer. Das heißt, bei ungefähr 50% liegt der absolute Spitzensteuersatz. Damit wird aber quasi immer nur der letzte, nächste Euro besteuert. Weil die ersten 10.000 Euro, das ist der Grundfreibetrag, ungefähr 10.000 Euro, der bleibt immer gleich. Das heißt, die ersten 10.000 Euro sind immer steuerfrei. Und danach steigt irgendwie der danach zahlt man erstmal 12% Steuern und so weiter. Das heißt, man spart wenn du jetzt 1.000 Euro mehr Kosten produzieren kannst in diesem Jahr, dann sparst du nicht deinen Durchschnittssteuersatz, also die 30%, sondern tendenziell dann eher die 40 oder 45%, je nachdem, wie hoch dein Einkommen ist. Dann spart ihr das. Das heißt, das für euch, um eure Steuerersparnis auszurechnen, müsst ihr immer mit dem Spitzen, eurem Grenzsteuersatz rechnen. Und wenn ihr da bei Google einfach mal eingibt, mache ich mal Steuerrechner BMF für Bundesministerium der Finanzen, dann habt ihr da einen Einkommensteuerrechner. Da könnt ihr quasi einfach mal euer Einkommen für dieses Jahr eingeben und dann zeigt euch dieser Rechner an, wie viel Durchschnittssteuersatz ihr zahlt und was für einen Grenzsteuersatz ihr habt. Und das so einmal so generell zur Info, wie viel Steuern spart ihr denn eigentlich mit der Methode? Das heißt, wenn ihr dieses Jahr irgendwie noch 10.000 Euro an Kosten in der Buchhaltung produzieren könnt, dann und ihr halt einen Spitzensteuersatz von 40% habt, könnt ihr selber ausrechnen. 40% von 10.000 ungefähr. Weil wenn ihr 10.000 runtergeht, dann sinkt natürlich auch die Grenze und dann und so weiter. So als grober Anhaltspunkt ist das wichtig zu verstehen. Zum Thema Kleinunternehmerregelung habe ich schon gesagt, das ist ein wichtiger Aspekt. Und zwar hat die Kleinunternehmerregelung 2 Grenzen. Und zwar dürft ihr einmal im Vorjahr nicht über 22.000 Euro Umsatz gehabt haben mit eurer Selbstständigkeit und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht über 50.000 Euro. Ehrlicherweise die 50.000 Euro Grenze, die könnt ihr in der Praxis fast knicken, die interessiert kein Schwein, weil es um den voraussichtlichen Umsatz geht. Das heißt, wenn ihr in diesem Jahr tatsächlich 50, 60, 70.000 Euro Umsatz gemacht habt, aber am 1.1. dieses Jahr davon ausgegangen seid, dass ihr unter 50.000 Euro liegt, dann ist es vollkommen fein. Ihr müsst dem Finanzamt, falls es mal nachfragen sollte, nur nachweisen können, dass ihr am Anfang des Jahres davon ausgegangen seid, dass es unter 50.000 Euro sind. Und das ist argumentativ relativ simpel. Aber was passiert, wenn ihr in diesem Jahr bei 30.000 Euro Umsatz liegt? Dann seid ihr in diesem Jahr bei der Kleinunternehmerregelung, ja, aber ihr müsst am 1. Januar 2023, das heißt, sobald das Jahr vorbei ist, müsst ihr wieder eure Situation analysieren und dann schauen, wie viel Umsatz habe ich im Vorjahr gemacht, also im Jahr 2022, und dann liegt ihr ja über 22.000 Euro. Das heißt, dann seid ihr ab dem 1. Januar 2023 kein Kleinunternehmer mehr und das bedeutet, ihr müsst Umsatzsteuer auf euren Rechnungen ausweisen und es bedeutet, ihr müsst auch regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das heißt, ihr müsst euch unbedingt mit dem ganzen Thema Umsatzsteuer beschäftigen. Falls ihr unsere Mandanten seid, machen wir euch darauf aufmerksam oder wir sehen das und haben das im Blick für euch. Das heißt, das ist schon mal der Punkt. Wenn ihr nicht bei uns Mandant seid, dann
erstens könnt ihr es einfach werden, aber darum soll es heute nicht gehen. Ihr müsst dann halt einfach, braucht ein Buchhaltungsprogramm, mit dem ihr unsere Steuervoranmeldung machen könnt. Lohnt es sich, als Selbstständiger rein wirtschaftlich aus der Kirche auszutreten? Ja, grundsätzlich immer. Also die Kirchensteuer ist eine extra Steuer. Und wenn du nicht in der Kirche bist, dann musst du keine Kirchensteuer bezahlen. Tatsächlich kannst du die Kirchensteuer aber auch in deiner Steuererklärung absetzen, aber insgesamt zahlst du trotzdem mehr. Das heißt, jetzt rein, ich möchte jetzt natürlich keine Religionsberatung machen, aber rein finanziell hast du natürlich mehr Geld in der Tasche, wenn du nicht in der Kirche bist. Auch eine wichtige Frage, kann man als Vollzeit-Selbstständiger überhaupt die Kleinunternehmerregelungen wahrnehmen? Ja, es gibt nur zwei Regeln. Unter 22.000 Euro im letzten Jahr und voraussichtlich unter 50 in diesem Jahr. Ist vollkommen egal, wie viel Zeit du brauchst, um diesen Umsatz zu machen. Das ist tatsächlich vollkommen egal. Aber das müsst ihr jetzt im Dezember im Zweifel einmal checken. Und nächster Punkt, der sich auch unter Umständen ändern kann, und ja, ich weiß, die meisten sind wegen Steuern sparen hier, ich finde die Punkte aber tatsächlich wichtig, weil das sehr, 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 sehr teuer ist, wenn ihr das erst später mitbekommt, ist die Bilanzierungspflicht. Die meisten von euch erstellen wahrscheinlich eine Einnahmenüberschussrechnung. Das nehme ich einfach mal so an, weil wir fast den gesamten Content auf diesem Kanal für Leute mit EÜR machen und ehrlicherweise auch als Mandanten die allermeisten die Einnahmenüberschussrechnung machen. Als Freiberufler macht ihr immer eine Einnahmenüberschussrechnung und als Gewerbetreibender immer dann, wenn ihr unter 60.000 Gewinn und 600.000 Euro Umsatz liegt. Es gibt allerdings auch noch eine aufwendigere, ich würde mal sagen professionellere Art, die Buchhaltung zu machen. Da gibt es eine ganze Reihe an mehr Anforderungen. Das ist die Bilanzierung. Die ganzen Freiberufler unter euch, die müssen sich darüber keine Gedanken machen. Das heißt, die werden eh nicht, egal wie viele Millionen und Milliarden sie umsetzen, bilanzierungspflichtig. Bei Gewerbetreibenden kann das passieren. 60.000 Euro Gewinn im Jahr ist nicht vollkommen unmöglich. Es gibt viele Selbstständige, gerade bei einer Vollzeitselbstständigkeit ist 60.000 Euro jetzt nicht absurd viel. Und wenn ihr über 60.000 Euro Umsatz seid, dann kann das sein, dass ihr als Gewerbetreibender bilanzierungspflichtig werdet. Und damit habt ihr eine ganze Reihe an mehr Auflagen und dann müsst ihr keine EÜR mehr erstellen, sondern eine Bilanz. Wenn das der Fall sein sollte, dann schaut unbedingt mal auf unserem Kanal vorbei bei dem Video, wo wir genau die Unterschiede erklären. Ich möchte an dieser Stelle nur den Hinweis geben, habt das im Blick, wenn ihr gewerbetreibend seid und über 60.000 Euro Gewinn im Jahr macht oder 600.000 Euro Umsatz, was als One-Man-Show oder One-Woman-Show ehrlicherweise viel, viel schwieriger ist, aber 60.000 Gewinn sehe ich regelmäßig. Das kann ich euch dringend empfehlen, dass ihr euch da dann mal schlau macht. Oder aber auch, wie immer, wenn ihr unser Mandant seid, schreibt uns eine kurze Chatnachricht in der App oder schreibt uns eine E-Mail. Ich kann, glaube ich, sogar irgendwo die E-Mail einblenden. Guck mal hier, steuern@kontist.com. Da könnt ihr uns immer erreichen, da könnt ihr alle Fragen stellen, wenn ihr unser Mandant seid. Ein weiterer Punkt, und dann geht es wirklich um Steuern sparen, ist Soll- und Ist-Versteuerung. Haben viele Leute vielleicht schon mal irgendwie am Rande gehört. In den meisten Fällen ist es auch kein riesengroßes Problem. Aber die Frage ist, wann müsst ihr eigentlich Umsatzsteuer zahlen für die laufende Buchhaltung? Bei der Ist-Versteuerung müsst ihr die Umsatzsteuer immer erst dann zahlen, wenn ihr die Kohle auf dem Konto habt. Stellen wir uns mal vor, ich schreibe eine 10.000 Euro Rechnung und zwar heute, das Geld kriege ich aber erst in 6 Monaten. Und das gibt es durchaus. Also gerade so bei Architekten und so, ich habe schon Buchhaltung für so ein paar Architekten gemacht, da ist das regelmäßig so, dass man seinem Bauträger irgendwie eine Rechnung schreibt, eine wahnsinnig hohe Rechnung, 100.000 Euro, und dann kriegt man das Geld erst Monate später. Das kann passieren und da ist natürlich die wichtige Frage, wann muss ich eigentlich die Umsatzsteuer zahlen? Wenn ich die Rechnung schreibe oder wenn ich die Kohle bekomme? Natürlich ist deutlich günstiger, erst dann Steuern zahlen zu müssen, wenn ich auch das Geld auf dem Konto habe. Und das ist bei der Ist-Versteuerung der Fall. Hier geht es um die Umsatzsteuer. Das geht aber nur, wenn ich unter 600.000 Euro Umsatz habe. Wenn ich als, auch da, Freiberufler können das immer machen, aber auch wenn ich da als Gewerbetreibender über 600.000 Euro Umsatz bin, dann müsst ihr die Umsatzsteuer dann schon abführen, wenn ihr die Rechnungen schreibt. Auch das kann böse teuer werden, wenn ihr das nicht im Blick habt. Das einfach so zur Info, so als die Warnschilder, die ich unbedingt am Jahresende einmal hochhalten würde, weil das sind alles sehr teure Fehler, wenn man das nicht im Blick hatte zum Jahreswechsel. Sehr gute Frage. Matthias fragt, kann ich die Ist-Besteuerung beibehalten, wenn ich bilanzierungspflichtig werde? Es kommt ein bisschen darauf an, warum du bilanzierungspflichtig bist. Also wenn du 100.000 Euro Gewinn machst bei 120.000 Euro Umsatz, dann reißt du zwar die Grenzen zur Bilanzierungspflicht, also du musst eine Bilanz erstellen, aber du kannst Ist-Besteuerung machen, tatsächlich, weil du ja nicht über 600.000 Euro Umsatz im Jahr bist. Das geht also. Das wird getrennt voneinander betrachtet. Jetzt wollen wir Steuern sparen. Und zwar, die einfachste Methode ist, mehr Geld ausgeben. Das ist immer so ein bisschen dumm, aber ich muss damit einfach anfangen. Der einfachste Weg, keine Steuern zu zahlen, ist, keine Einkommen zu haben.
So traurig ist es. Und ihr macht ja als Selbstständige einen Umsatz und habt Betriebsausgaben und am Ende bleibt ein Gewinn oder ein Verlust. Und wenn ihr keinen Gewinn macht, dann zahlt ihr halt auch keine Steuern. Das ist natürlich betriebswirtschaftlich nicht besonders erstrebenswert, aber auch der Grund, warum man von einem Steuerberater vielleicht keine betriebswirtschaftlichen Hinweise annehmen sollte, weil der Steuerberater macht einen guten Job, wenn er keine Steuern bezahlt. Der betriebswirtschaftliche Berater macht einen guten Job, wenn er am Ende ganz viel Kohle in der Tasche habt. Ich möchte es aber trotzdem sagen, natürlich jetzt am Jahresende könnt ihr euch überlegen, ob ihr bestimmte Ausgaben sowieso haben werdet. In einem Monat, in zwei Monaten, drei Monaten. Wareneinkauf oder braucht ihr ein neues Logo? Braucht ihr noch eine SEO-Analyse für eure Webseite? Was auch immer. Auto nochmal voll tanken an Silvester. All diese Dinge könnt ihr natürlich machen, um die Kosten in diesem Jahr noch abzusetzen. Was ich nicht empfehlen kann, ist jetzt irgendwelche Quatschausgaben zu produzieren, nur damit ihr keinen Gewinn macht. Das ist zwar aus rein steuerlicher Sicht sinnvoll, aber natürlich betriebswirtschaftlich Quatsch, weil ihr könnt es zwar von der Steuer absetzen, aber als simples Beispiel, wenn ich für 1.000 Euro so einen Laptop kaufe, kann ich ja 1.000 Euro als Betriebsausgabe buchen, dann muss ich diese 1.000 Euro weniger versteuern. Das ist bei einem Steuersatz von 30% halt 300 Euro, die ich Steuern bezahle. Aber ich spare ja nicht nur die 300 Euro Steuern, sondern ich habe auch die 700 Euro, also der Rest, den habe ich auch bezahlt und den habe ich am Ende dann aus eigener Tasche bezahlt. Deswegen, ja, ich kann sagen, bei einem Steuersatz von 30%, das Finanzamt kann 30% von diesem Laptop bezahlen, aber halt nur 30%, 70% muss ich immer noch selber bezahlen. Deswegen ergeben sinnlose Ausgaben natürlich keinen Sinn. Und wichtiger Aspekt hier, ihr müsst natürlich dieses Jahr auch noch bezahlen. Zufluss-Abfluss-Prinzip, wir denken, erinnern uns, ihr müsst dieses Jahr tatsächlich noch bezahlen. Auch wenn es erst nächstes Jahr geliefert wird. Ihr könnt auch eine Anzahlung leisten beispielsweise. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich komme auch noch dazu, was man da noch so ein bisschen mehr machen kann. Nämlich das, Vorauszahlungen. Das habe ich tatsächlich auch in meiner Zeit, in der ich so solo-selbstständig war, eine ganze Weile gemacht. Ich hatte zum Beispiel eine Vertriebsmitarbeiterin, das ist immer mein Beispiel. Melanie ist wahrscheinlich die berühmteste Vertriebsmitarbeiterin überhaupt, weil ich es in jedem Beispiel bringe. Die hat aber jeden Monat für mich gearbeitet. Und zwar eine feste Anzahl der Stunden. Ich glaube, es waren ungefähr 10 Stunden. Und ich habe mit ihr mich hingesetzt und gesagt, ey, ich würde gerne dieses Jahr noch irgendwie Kosten haben. Ich bin super zufrieden mit deiner Arbeit. Ich weiß, dass wir nächstes Jahr im Januar, Februar, März, April und so weiter auch noch arbeiten will, kann ich dir nicht eventuell schon mal 50 Stunden bezahlen? Und dann hat sie mir im Dezember, könnt ihr zum Beispiel mit euren Dienstleister auch vereinbaren, im Dezember noch eine Rechnung über 50 Stunden gestellt. Ich habe sie überwiesen, konnte das von der Steuer absetzen und diese 50 Stunden, die ich bezahlt habe, hat sie dann erst im nächsten Jahr abgearbeitet. Das geht natürlich. Und was natürlich auch geht, was jeder im Dezember machen sollte, ist, geht mal einfach eure Kreditkartenabrechnung oder was auch immer, euer Kontoauszug durch. Welche Softwarelösungen habt ihr eigentlich? Alles, was ihr nicht braucht, solltet ihr direkt kündigen, aber alles, was ihr noch braucht, könnt ihr, wenn ihr das jetzt auf jährliche Zahlungsweise umstellt, kriegt ihr jetzt eine Rechnung für die gesamten nächsten Monate. Das sind ja Kosten, die ihr sowieso haben werdet. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach nochmal direkt die gesamten Kosten für nächstes Jahr haben, um sie dieses Jahr noch von der Steuer abzusetzen. Das sind keine sinnlosen Ausgaben, weil ihr sie sowieso habt, aber so könnt ihr sie auf jeden Fall nochmal absetzen. Und noch ein wichtiger Punkt, ist zwar jetzt schon ein Jahr alt, aber Computer und Software und so weiter muss nicht mehr abgeschrieben werden. Es war ewig lang so, dass ihr so einen Laptop 3 Jahre abschreiben musstet. Das ist seit letztem Jahr nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn ihr jetzt noch einen neuen Laptop braucht, dann könnt ihr das tatsächlich, müsst ihr nicht abschreiben, sondern könnt hundertprozentig sofort von der Steuer absetzen. Finde ich irgendwie ganz attraktiv. Und ein anderer Punkt, den habe ich hier noch der Vollständigkeit aufgenommen, könnt ihr natürlich auch machen. Eure eigenen Rechnungen verzögern. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ihr könnt natürlich auch eigentlich auch sofort aufhören, eigene Rechnung zu stellen. Klärt das kurz mit dem Kunden ab. Interessanterweise interessiert das Unternehmenskunden relativ selten, weil Unternehmenskunden, die eine Bilanz erstellen, die machen eine andere Buchhaltung. Aber wenn ihr eure eigenen Rechnungen alle erst am 31.12. stellt, dann sammelt sich bis dahin ein bisschen was an, aber dann müsst ihr natürlich dieses Geld dieses Jahr nicht mehr versteuern, weil ihr es erst im nächsten Jahr bekommt. Das sind so die kleinen Möglichkeiten. Wichtig ist natürlich, dass ihr eure Kosten tragen könnt noch bis Jahresende. Blöd ist nur, wenn das Konto dann einfach voll ist und ihr wisst, dass ihr theoretisch das Geld hättet gar nicht in diesem Jahr unbedingt auf dem Konto haben müssen. Das geht natürlich auch. Das ist relativ simpel zu machen. Ein wichtiger Punkt, aber nur, wenn die Rechnung nach dem 10.01. bezahlt wird. Korrekt, vorher ist es noch in 2022 gezählt. Auf diese 10-Tage-Regel gehe ich auch ein. Das gilt bei wiederkehrenden Ausgaben und Einnahmen. Das heißt, 10-Tage-Regel gilt für wiederkehrende Sachen, nicht für Investitionen. Also wenn ihr einen Laptop kauft am 31. Dezember und an Silvester auch noch bezahlt, dann könnt ihr das auch in diesem Jahr noch absetzen. Kann ich jetzt jedes Jahr einen neuen Laptop und PC kaufen und absetzen? Ja, kannst du. Ich sage immer ganz gerne, das Finanzamt ist keine Unternehmenspolizei. Das Finanzamt darf dir nicht vorschreiben, welche Kosten du hast für dein Unternehmen und was nicht. Das Finanzamt kann höchstens sagen, es ist irgendwie
angemessen oder jetzt versuchst du nur noch auf Teufel komm raus Steuern zu sparen. Auf der anderen Seite ist, wenn du für deine Arbeit jedes Jahr einen neuen Laptop brauchst oder wirklich einfach auch sagst, ey, es ergibt halt Sinn, ich mache damit halt mehr Umsatz, ich kann damit effizienter arbeiten, was auch immer, das ist deine persönliche Entscheidung. Natürlich kannst, also was willst du mit so vielen Laptops, wenn die alle noch auch gut sind? Benutzt du sie anschließend privat, dann entnimmst du sie quasi dem Betriebsvermögen und diese Entnahme, die ist tatsächlich dann auch steuerpflichtig. Das heißt, du musst auch eine Entnahme von Anlagegütern dokumentieren. Oder du verkaufst sie, dann ist der Verkauf von Betriebsinventar natürlich auch eine Betriebseinnahme. Du kannst die nicht betrieblich kaufen und dann anschließend privat verkaufen. Das geht zum Beispiel nicht. Deswegen ist immer die Frage, was sind also sinnvolle Ausgaben? Aber rein steuerlich kannst du das ohne Probleme machen. Wenn ihr jetzt große Anschaffungen plant, ich habe das vorhin schon einmal vorgelesen im Kommentar mit dem Auto und auch mit einem Elektroauto, aber was auch immer, ihr habt wirklich eine große Anschaffung, dann gibt es noch extra Möglichkeiten. Und ein wichtiger Punkt, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist die Anschaffung mit Sonderabschreibung. Also das ganze Thema Sonderabschreibung, das solltet ihr euch zumindest auf den Merkzettel setzen. Große Anschaffung, also ich kaufe ein Auto für 100.000 Euro, ich hab's ja, oder auch nicht, dann anschließend halt nicht mehr, dann kann ich die Kosten absetzen. Ich muss aber ein Auto, also du musst generell große Anschaffungen halt abschreiben. Das heißt, du musst die Kosten aufteilen auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Bei einem Auto sind das in der Regel 6 Jahre. Das heißt, ich muss die 100.000 Euro durch 6 rechnen und dann kann ich pro Jahr ein Sechstel abziehen. Dummerweise auch noch monatsgenau. Das heißt, wenn ich jetzt im Dezember ein Auto kaufe, muss ich erstmal 100.000 durch 6 rechnen und dann noch ein Zwölftel davon nehmen, weil in diesem Monat vergeht nur noch ein Zwölftel. Das ist also nicht so besonders attraktiv. Wenn mein Gewinn als Einzelunternehmen im letzten Jahr aber unter 200.000 Euro war, was ehrlicherweise auf die meisten Selbstständigen zutrifft, es gibt auch andere, die liegen drüber, aber die meisten Solo-Selbstständigen, die machen ja nicht mehr als 200.000 Euro Gewinn im Jahr. Dann hast du die Möglichkeit, eine Sonderabschreibung zu nutzen. Selbst wenn du an Silvester was kaufst, also nur einen einzigen Tag, nur 6 Stunden in diesem Jahr dieses Auto besitzt, kannst du trotzdem 20% davon als Sonderabschreibung buchen. Das heißt, ich kann nicht nur ein Zwölftel von einem Sechstel von 100.000 Euro absetzen, sondern 20% von 100.000 einfach on top. Dann verbleiben noch 80.000 und dann muss ich diese 80.000 auf die übrige Zeit abrechnen. Ich nehme natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber ihr könnt das auch bei einem Schreibtisch machen, ihr könnt das bei einem Handy machen, ihr könnt das bei Gott weiß was, alles, was ihr betrieblich als Anlagevermögen macht, könnt ihr das genauso machen. Voraussetzung ist, dass dieses Wirtschaftsgut, also diese Anschaffung, zu 90% betrieblich genutzt wird. Aber das läppert sich. Also bei Anschaffungen, wenn ihr dieses Jahr noch irgendwas habt, könnt ihr tatsächlich 20% über die Sonderabschreibung sofort absetzen. Oh, auch wichtiger Punkt. Ich sehe es so ein bisschen spontan. Ich gehe nachher systematischer durch. Sera schreibt, was ist, wenn ein gewerblich gekauftes Gerät kaputt geht? Wie dokumentiere ich das? Genau so. Also du musst es halt, also ab einem gewissen Punkt musst du es machen. Neben der Sonderabschreibung, die du machst auf Dinge, die neu sind und heile sind, kannst du eine außergewöhnliche Abschreibung und du kannst außerplanmäßige Abschreibung. Das heißt, du kannst jederzeit sagen, wenn ich auf dem... Doofes Beispiel. Wenn ich meine E-Mails regelmäßig auf meinem Smartphone auf der Toilette checke und irgendwann hat die Schwerkraft zugeschlagen und es ist mir runtergefallen, dann ist es meistens kaputt anschließend und hat halt keinen Wert mehr. Was habe ich davon, wenn mein Handy nicht mehr angeht? Dann ist das eine außerplanmäßige Abschreibung. Und das heißt, wenn ihr irgendwas im Anlagevermögen habt, was kaputt ist, was auch immer oder auch schneller an Wert verliert, als ihr eigentlich denkt oder als die Nutzungsdauer suggeriert, müsst ihr das dokumentieren. Das reicht, wenn ihr das macht und im Buchhaltungsprogramm oder wenn ihr unser Mandant seid, uns das sagt, das und das ist kaputt gegangen, das ist passiert und so weiter. Natürlich könnt ihr das noch ausführlicher dokumentieren, Foto machen und so weiter. Allerdings ist das nicht notwendig. Wenn ihr das einfach beschreibt, dann glaubt man euch. Ihr könnt, auch das verschiebt ja nur die Steuerlast. Wenn ihr in diesem Jahr beispielsweise 1.000 Euro absetzt an Abschreibungen, die ihr sonst im nächsten Jahr abgesetzt hättet, dann habt ihr im nächsten Jahr diese Kosten halt nicht mehr. Also da ist das Finanzamt jetzt nicht unglaublich misstrauisch, außer euch fällt wirklich im Jahrestakt das neue Handy runter. Dann halt nicht. Mein Auto ist abgeschrieben und defekt. Muss ich beim Defektverkauf was beachten? Ja, und zwar, wenn es abgeschrieben ist und du es verkaufst, es ist ja trotzdem Firmeninventar. Das heißt, wenn du es verkaufst, ist das tatsächlich eine Betriebseinnahme. Und wenn du keinen Buchwert mehr hast, also wenn du da keine Position mehr in deiner Buchhaltung hast, dann ist das halt leider auch ein Umsatz, den du versteuern musst. Soweit aber zur Sonderabschreibung. Was ich einen wahnsinnig
nicen Trick finde, um ehrlicherweise das mal so auszudrücken, was viele Leute nicht machen, gerade Leute, die irgendwie, ich würde mal sagen, fast so aus Versehen selbstständig werden, ist die Einlage von betrieblich genutzten Gegenständen in das Betriebsvermögen. Gehen wir mal davon aus, ich habe hier mein Handy, mein Smartphone. Und gehen wir mal davon aus, dieses Smartphone hat mir meine Mama letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Meine Mama ist meine Privatsphäre. Und die hat mir hypothetisch gesehen dieses Handy geschenkt. Das heißt, das ist mein Privathandy. Jetzt benutze ich das aber in erster Linie für meine Arbeit. Das heißt, ich habe ein privates Ding hier, was ich dann anschließend für meine Arbeit nutze. Und wenn ich dieses Handy mehr als 50% privat nutze, dann kann ich das in mein Betriebsvermögen einlegen mit dem Wert, was es gerade hat, und dann kann ich das im Betriebsvermögen abschreiben. Das heißt, ich kann Kosten produzieren, obwohl ich ja gar keine Kosten habe. Ich habe das ja privat bekommen oder geschenkt bekommen und ich kann das trotzdem absetzen. Das heißt, ich habe kein Geld, was ich überweisen muss, habe aber Kosten in meiner Buchhaltung, die ich ansetzen kann. Und das passiert tatsächlich sehr viel häufiger, als ihr euch vorstellen könnt. Wenn ihr euch mal überlegt, was ihr auch zu Hause benutzt für eure Arbeit, ist euer Schreibtischstuhl, ein zweiter Bildschirm, das Regal, wo ihr Unterlagen habt für eure Arbeit, euer iPad, solche Sachen. Habt ihr das euch unter Umständen gekauft, bevor ihr selbstständig wart? Und was ist damit? All diese Dinge würde ich als Einlage, also quasi als Einlage, als Anlagevermögen in das Unternehmen einlegen, weil dann könnt ihr diese Dinge tatsächlich im Betriebsvermögen nochmal abschreiben. Dadurch produziert ihr quasi Abschreibungen, ohne tatsächlich Kosten zu haben. Und es ist vor allem für Gründer ja vollkommen normal, dass man am Anfang mit den Dingen arbeitet, die man vorher schon irgendwie hatte. Das, also, weil ich einfach sehe, man muss das nicht geschenkt bekommen. Man kann natürlich auch das andere machen. Ich habe tatsächlich zu dem Video, wie man, also Einlage von privaten Gegenständen ins Betriebsvermögen, dazu habe ich auch schon mal ein separates Video aufgenommen, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, da habe ich tatsächlich eine Anleitung gemacht und in der, ich habe sogar, da habe ich erklärt, wie ihr den Wert ermittelt und ich habe ein Musterexemplar von einem Einlagebeleg für die Einlage ins Betriebsvermögen erstellt, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, das könnt ihr nutzen, um das quasi zu dokumentieren, was ihr da gerade einlegt, zu welchem Wert. Könnt ihr das einfach als Vorlage euch kopieren und nehmen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wie überprüft das Finanzamt, ob ich meinen Schreibtisch zu 90% geschäftlich nutze? Also, in den allermeisten Fällen können sie nicht. Aber ich hatte durchaus auch Situationen, wo das Finanzamt bei jemandem zu Hause vorbeikommt. Das werden die nicht für einen Schreibtisch machen. Die werden sich jetzt nicht 3 Monate lang neben dich an deinen Schreibtisch setzen, um Tagebuch an deinem Schreibtisch zu führen. Du musst das glaubhaft vermitteln können, dass das der Fall ist. Die werden bei einem Schreibtisch jetzt keinen Riesenaufwand betreiben, um dich davon vom Gegenteil zu überzeugen. Außer du hast einen 20.000 Euro Schreibtisch. Dann vielleicht, aber bei einem einfachen Schreibtisch werden sie das nicht machen. So, Soul schreibt nochmal, wie läuft das denn nun zum Jahresende ab auf Contest? Wie weist man nun sämtliche Käufe aus, die man gegebenenfalls auch noch im alten Bankkonto getätigt hat, bevor man zu euch gewechselt ist? Du schreibst uns am besten eine E-Mail oder in eine Chatnachricht. Nee, eigentlich ist es ehrlicherweise in der App Chatnachricht besser, aber ich kann die E-Mail einblenden, deswegen sage ich auch E-Mail. Wichtig wäre, dass du das von deiner E-Mail schreibst, mit der du auch bei Contest angemeldet bist, damit wir wissen, dass du bist. Und du schickst uns das einfach. Gibst uns das einfach frei. Und dann berücksichtigen wir es. Du wirst es jetzt in diesem Jahr noch nicht in deiner App sehen, natürlich nicht, aber wir berücksichtigen das dann in deiner ganzen steuerlichen Berechnung. Es ist ja das, was du in Contest siehst, nicht zwingend alles, was existiert. Wir haben natürlich, also unser Backoffice-Ansicht von dir oder von eurer Buchhaltung ist natürlich sehr viel mehr, sehr viel ausführlicher, weil wir natürlich auch diese ganzen Abschreibungen und so weiter auch sehen. Gut. Das ist für mich ein Punkt, der tritt halt einfach fast immer auf. Das hat fast jeder und keiner denkt daran, dass man das anlegen kann. Auch ich, ewig lang selbstständig, habe das Ganze studiert und vergesse das selber regelmäßig und muss mir einmal im Jahr die Aufzeichnung von meinem eigenen Webinar anschauen, um wieder dran zu denken. Was jetzt so der Fall ist, auch ein wichtiger Punkt. Also würde ich es bei einem Multimedia-PC, der durchaus auch für andere Dinge was hergibt, eher wahrscheinlich sein, dass man das überprüft, so bei 2.000 bis 3.000 Euro. Wie gesagt, das Finanzamt, klar, es kann immer zu einer Betriebsprüfung kommen, grundsätzlich, dann prüfen die das nach.
Aber natürlich darfst du, wenn das dein Beruf ist, für 2.000 bis 3.000 Euro einen PC kaufen. Voraussetzung wäre halt, dass das irgendwie angemessen ist. Also wenn du in erster Linie mit dem PC arbeitest, dann kannst du natürlich auch einen teuren PC kaufen. Komisch wird es halt, wenn du nur 500 Euro Umsatz im Jahr machst und dann 3.000 Euro PC kaufst und das auch in den nächsten Jahren nicht steigern. Wenn du aber 50, 60, 70.000 Euro Umsatz machst, dann kannst du natürlich für 2.000 bis 3.000 Euro für dein wichtigstes Arbeitgerät ausgeben. Das, also spricht überhaupt nichts dagegen. Kommen wir zu den Investitionen. Wie könnt ihr mit Investitionen Steuern sparen? Das Schöne ist nämlich, das haben die meisten auch irgendwie oberflächlich schon mal gehört, und das ist tatsächlich ein geiles Ding, ist der Investitionsabzugsbetrag oder IAB abgekürzt. Du kannst nämlich in diesem Jahr tatsächlich schon Kosten absetzen für Investitionen, die du noch gar nicht in diesem Jahr machst, sondern für nächstes Jahr und übernächstes Jahr und so weiter. Das gilt insbesondere für die 2, 3, 4 Leute, die vorhin irgendwas von Auto geschrieben haben. Selbst wenn ihr im nächsten oder im übernächsten Jahr ein Auto anschaffen wollt, könnt ihr tatsächlich in diesem Jahr die Kosten dafür schon absetzen. Das ist wirklich wahr und echt eigentlich auch super attraktiv. Auch das gilt, wenn du im letzten Jahr, also im Jahr 2021, nicht mehr als 200.000 Euro Gewinn gemacht hast, dann kannst du tatsächlich 50% des voraussichtlichen Anschaffungspreises heute schon von der Steuer absetzen. Das heißt, du kannst einen Investitionsabzugsbetrag bilden. Das heißt, wenn ich plane, erst in 2 Jahren, also bis zu 3 Jahre in die Zukunft geht, wenn ich vorhabe, 2024 ein Auto zu kaufen für 100.000 Euro, dann kann ich davon 50% schon absetzen. Also 50% von 100.000 Euro kann ich dieses Jahr schon 50.000 Euro in die Buchhaltung eintragen und als Kosten buchen und muss das nicht versteuern. Das ist echt super attraktiv finanziell gesehen. Wichtig ist dann natürlich, weil ich schon 50.000 Euro Kosten berücksichtigt habe, dann kann ich natürlich nicht mit 100.000 Euro Abschreibungsvolumen quasi übernächstes Jahr starten, wenn ich tatsächlich einkaufe. Und wenn ich dann übernächstes Jahr merke, 100.000 Euro für ein Auto ist vollkommen übertrieben, brauche ich ja gar nicht, werde ich so nicht kaufen, dann muss ich diesen Investitionsabzugsbetrag halt auflösen und dann muss ich rückwirkend quasi Steuern darauf zahlen. Aber ich spare jetzt ja, bei 50.000 Euro ist es halt echt krass, wenn ich 30% Steuersatz habe, dann zahle ich unter Umständen 15.000 Euro Steuern dieses Jahr weniger. Attraktiv, aber die muss ich dann natürlich nachzahlen. Also dann wird tatsächlich der Steuerbescheid von diesem Jahr geändert und da muss ich jetzt nachversteuern. Aber wenn bei euch große Investitionen anstehen, müssen auch gar keine großen sein. Also ich habe dieses Jahr relativ viel Geld ausgegeben, hier so für Kamera und Laptop und solche Sachen, dass wir auch solche Webinare machen können und so weiter. Das kann man auch vorher tatsächlich absetzen. Und das ist super interessant. Das heißt, wenn ihr unbedingt dieses Jahr noch irgendwie Kosten braucht, dann überlegt euch auch mal, welche Investitionen vielleicht in den nächsten Jahren anstehen. Und dann könnt ihr tatsächlich auch diese Kosten in diesem Jahr schon absetzen. Wie gesagt, 3 Jahre in die Zukunft. Das ist ehrlicherweise auch was, könnt ihr theoretisch auch rückwirken, weil da gibt es ja keinen Zufluss, Abfluss. Das ist ja einfach nur so hypothetisch geregelt. Dürfen das auch mehrere GWGs sein für IAB? Ja, du kannst, eigentlich kannst du für all diese Anschaffungsdinge kannst du das bilden. Es darf insgesamt eine Höhe nicht überschreiten von, ich finde, jetzt habe ich mich selber argumentativ in eine Sackgasse. Du findest das vertiefende Video unten in der Videobeschreibung, da habe ich genau die ganzen Bedingungen und wie hoch das sein darf und so weiter, aber der ist relativ umfangreich, den kannst du nutzen und natürlich kannst du auch mehrere Investitionen über den IAB schon berücksichtigen. Ein wichtiger Punkt, Finanzamt kann sogar nach Hause kommen und das Arbeitszimmer prüfen, haben sie mir gesagt. Ja, dürfen sie, machen sie auch immer mal wieder. Ist jetzt nicht häufig so, kann aber tatsächlich kommen. Auch eine ganz wichtige Frage, wenn ich umsatzsteuerbefreit bin, kann ich diese Methoden dennoch alle benutzen? Ja, weil fast alles, was ich bisher gesagt habe, wirklich fast alles ist für die Einkommensteuer. Das heißt, ob du Umsatzsteuer zahlst oder nicht, ist vollkommen irrelevant. All das, was ich gerade gesagt habe bisher, ist quasi insbesondere für die Gewinnermittlung, für die Buchhaltung. Das heißt, das kannst du alles genauso nutzen. Oh, auch eine gute Frage. Wenn ich dieses Jahr eine große Investition in Fortbildung getätigt habe, kann ich das über die nächsten Jahre ansetzen? Nein, brauchst du auch ehrlicherweise nicht. Die kannst du eigentlich alle dieses Jahr schon absetzen, weil eine Fortbildung kein Anlagegut ist. Das heißt, eine Fortbildung musst du nicht abschreiben. Die setzt du sofort ab. Okay, ich konzentriere mich weiter auf Vorsteuer für nicht bezahlte Rechnungen ziehen. Ich habe gesagt, für euch gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, ihr könnt auch Vorsteuerbeträge, oder meistens ist es so, dass man Vorsteuerbeträge geltend macht. Das ist die Umsatzsteuer, die ihr quasi zahlt auf den Rechnungen, die ihr bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Laptop kaufe, dann kann ich nehmen wir mal an, ganz hypothetischer Preis, er kostet 1.000 Euro netto. Ich zahle dann ja an Apple 1.190 Euro. Und 190 Euro ist halt die Umsatzsteuer und die kann ich geltend machen in meiner Umsatzsteuervoranmeldung und die kann ich mir wiederholen.
Und grundsätzlich gilt ja das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das gilt aber, waren wir gerade eben, gilt halt, das Zufluss-Abfluss-Prinzip gilt halt vor allem für die Einkommensteuer, also für die Gewinnermittlung, nicht für die Umsatzsteuer. Das heißt, ich kann auch, selbst wenn ich diesen Laptop in diesem Jahr noch nicht bezahle, kann ich ihn zwar nicht in meiner Gewinnermittlung berücksichtigen. Was ich aber tun kann, ist, ich kann den Vorsteuerbetrag ziehen. Das heißt, ich kann auch in der Voranmeldung für jetzt für Dezember oder fürs vierte Quartal, je nachdem, ob ich monatlich oder quartalsweise meine Voranmeldung machen muss, kann ich tatsächlich den Vorsteuerbetrag schon geltend machen und mir schon holen. Einfach ein wichtiger Punkt, sollte man schon mal wissen. Wir sitzen ja schön zusammen. Dezember ist der Monat der Weihnachtsfeiern. Und natürlich möchte man seine Weihnachtsfeier auch irgendwie von der Steuer absetzen. Könnt ihr machen. Ihr könnt natürlich mit Geschäftspartnern essen gehen. Bewirtungskosten könnt ihr absetzen. Auch da wichtiger Punkt, Bewirtungskosten könnt ihr nur zu 70% absetzen. 30% von den Bewirtungskosten, also essen gehen und so mit Geschäftspartnern, könnt ihr 30% nicht absetzen und 70% dürft ihr aber tatsächlich einfach absetzen. Wenn ihr Mitarbeiter habt, einfach weil Dezember, Advent und so, wollte ich wenigstens noch das ganze Thema Weihnachtsfeier aufwerfen. Natürlich macht man das in der Regel als Solo-Selbstständiger nicht so richtig häufig, aber ihr könnt natürlich eine Weihnachtsfeier machen mit euren Mitarbeitern. Ihr dürft 2 Firmenfeiern pro Jahr veranstalten und könnt dann 110 Euro inklusive Umsatzsteuer für jeden Teilnehmer ausgeben und müsst das nicht noch auf die Gehaltsabrechnung packen. Natürlich könnt ihr die gesamten Kosten, die ihr habt, in der Buchhaltung als eure Ausgaben buchen, aber ihr müsst auch nicht irgendwie Lohnsteuer und so für abfüllen. Wichtig da ist Mitarbeiter. Ich möchte euch ausdrücklich nicht raten, dass ihr euch einfach irgendwelche Begleitungen von euren Mitarbeitern ausdenken, um mehr Teilnehmer auf der Teilnehmerliste zu haben. Das darf man nicht. Aber hier geht es um Teilnehmer und nicht die Anzahl der Mitarbeiter, die ihr habt. Das heißt, wenn ihr einen Mitarbeiter habt, aber eine Weihnachtsfeier macht mit 5 Leuten, dann könnt ihr halt 5 mal 110 Euro machen, ohne dass der Lohnsteuer drauf anfällt. Das ist einfach nur der Vollständigkeit halber, weil das überall zu lesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr tatsächlich Mitarbeiter habt. Die meisten unserer Videos beziehen sich ja gar nicht auf Arbeitgeber. Aber ich wollte es trotzdem einfach mal sagen. Und da geht es vor allen Dingen um die Dinge, die Gäste halt direkt konsumieren. Also Speisen, Getränke, Musik und so weiter. Miete für Location, Dekoration und so weiter zählt da nicht dazu. Und dann Weihnachtsfeier, gilt das auch für Geburtstagsfeiern? Also grundsätzlich gilt das für Firmenfeiern. Natürlich kannst du auch deinen Geburtstag feiern oder das Unternehmensgeburtstag oder kannst auch Donnerstag den 12. feiern, einfach weil der Tag ganz schön ist und das Wetter ganz gut war. Also Firmenfeiern könnt ihr machen. Okay, Sebastian, Begleitung so wie bei Ergo. Ergo hat ja nicht in Deutschland gefeiert. Ich glaube, die haben auch steuerlich, glaube ich, echt Probleme damit bekommen. Also nein, in der Form nicht. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, mit dem wir auch fast eingestiegen sind, ganz am Anfang. Und zwar, was ist eigentlich mit Altersvorsorge und Krankenversicherung? Weil wir haben jetzt ja nur über die Selbstständigkeit gesprochen. Es gibt aber noch ein paar Möglichkeiten, die ihr machen könnt, nicht in der Buchhaltung, also nicht in eurem Unternehmen, sondern auch in der privaten Einkommensteuererklärung. Und zwar könnt ihr das mit dem Zufluss-Abfluss-Ding auch machen bei Krankenversicherungen beispielsweise. Das heißt, auch die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sind dann relevant, wenn ihr sie tatsächlich zahlt. Also Transaktionen auf dem Bankkonto. Und die Basisabsicherung von der Krankenversicherung ist in der Höhe vollkommen unlimitiert absetzbar. Ihr könnt in diesem Jahr Vorauszahlungen bis zum Dreifachen des Jahresbeitrages absetzen. Simples Beispiel, ihr habt beispielsweise 10.000 Euro, die ihr pro Jahr an die Krankenversicherung zahlt, dann könnt ihr in diesem Jahr, habt ihr wahrscheinlich ungefähr 10.000 Euro gezahlt, weil das war genau das Beispiel, ihr könnt aber bis zu 30.000 Euro in diesem Jahr tatsächlich absetzen. Das heißt, ihr könnt auch eine richtig fette Vorauszahlung für eure Krankenversicherungsbeiträge für die nächsten Jahre zahlen und das komplett ohne Limit in diesem Jahr, also in der Steuererklärung für dieses Jahr, noch geltend machen. Hat tatsächlich ein paar Implikationen, weil ihr wahrscheinlich nicht nur die Basisabsicherung habt, sondern unter Umständen auch noch eine Zahnzusatz und all solche Sachen. Das wird ein bisschen komplexer, das jetzt auszurollen und ganz im Detail zu erklären. Auch dazu gibt es ein vertieftes Video, wo ich genau mit einem Berechnungsbeispiel erklärt habe, wie man das machen kann. Aber tatsächlich spart ihr da auch tatsächlich. Ihr verschiebt nicht nur einfach einen Zahlungszeitpunkt, sondern ihr könnt tatsächlich unterm Strich, zumindest in den allermeisten Fällen, tatsächlich mehr Versicherungsbeiträge von der Steuer absetzen. Wichtig da ist natürlich, ihr braucht das Geld natürlich jetzt, also ihr müsst es natürlich trotzdem zahlen und die Krankenkasse muss das mitmachen. Also bei privaten Krankenversicherungen ist das in der Regel möglich, bei gesetzlichen manchmal, da müsstet ihr mit der Krankenversicherung sprechen und manchmal bekommt man da tatsächlich auch einfach einen Discount, wenn ihr so viel vorauszahlt. Deswegen, wenn ihr tatsächlich noch ein bisschen Geld rumliegen habt und sagt, ey,
ich will gar keinen dritten Laptop dieses Jahr kaufen und meine 5 Handys sind eigentlich auch schon genug. Was mache ich denn jetzt noch mit meinem ganzen Geld? Krankenkasse ist eine sinnvolle Investition und spart euch tatsächlich auch ernsthaft Steuern. Also nicht nur, verschiebt es nicht nur, sondern spart euch auch ernsthaft Steuern. Was Ähnliches könnt ihr machen mit Altersvorsorge. Okay, gut, wichtige Frage, auch private Krankenversicherung. Private Krankenversicherung geht tatsächlich noch sehr viel einfacher, weil die das viel eher anbieten, dass du tatsächlich auch so flexibel vorauszahlen kannst. Das ist bei der gesetzlichen nicht immer einfach. Ich habe das auch schon gesehen, dass das geht. Und Alexandra schreibt gerade, aber nicht in der EUR, sondern in der Einkommensteuererklärung. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Bisher haben wir nur über die Buchhaltung gesprochen, jetzt reden wir über die private Einkommensteuererklärung. Also das kann auch jeder Angestellte von euch machen. Das heißt, wenn ihr nicht selbstständig seid, könnt ihr das auch alles. Das kann jeder, der einkommensteuerpflichtig ist in Deutschland, genauso machen. Das Gleiche funktioniert quasi auch bei der Altersvorsorge. Das heißt, ihr könnt auch ordentlich Geld in eure persönliche Altersvorsorge investieren. Auch da ist wichtig, beziehungsweise echt wichtig, dass ihr nicht irgendeinen ETF-Sparplan nehmen könnt, sondern es muss natürlich quasi eure geförderte Altersvorsorge sein. Ich bin kein Versicherungsexperte. Deswegen werde ich auch nicht so tun, dass ich Versicherungsexperte bin. Wichtig ist natürlich, dass es eure Basisrente ist. Und da sind pro Jahr bis zu 20.000 Euro steuerlich begünstigt. Und viele Leute zahlen halt keine 20.000 Euro pro Jahr da ein. Das heißt, ihr könnt das jetzt auch noch auffüllen. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr bisher 8.000 Euro gezahlt habt für eure Altersvorsorge, könntet ihr jetzt im Dezember nochmal einfach die 20.000 voll machen, um tatsächlich den gesamten Betrag in diesem Jahr auch noch abzusetzen. Das geht natürlich. Da gibt es tatsächlich ein paar, ich bin gerade überlegen, wen ich empfehlen kann. Es gibt tatsächlich einen YouTube-Kanal, der hat das auch schon mal ganz gut beschrieben. Kennt ihr mit Sicherheit, also jeder, der irgendwas mit Versicherung schon mal gemacht hat, kennt ihr mit Sicherheit Versicherungen mit Kopf. Der hat dazu schon ab und zu mal was gesagt. Den YouTube-Kanal könnt ihr gerne mal anschauen, kann ich sehr empfehlen. Und der erklärt das in so ein paar Videos ganz gut. Wie gesagt, ich bin kein Versicherungsexperte. Ich kann euch anschließen, wenn ihr mir einen Vertrag zeigt, könnte ich euch sagen, ob das absetzbar ist. Und an dieser Stelle natürlich ein wichtiger Hinweis, wenn ihr unser Mandanten seid, dann fragt uns. Also ihr könnt uns gerne eine Nachricht schicken, könnt sagen, hier Melchior hat im Webinar irgendwas erzählt, ich wollte nochmal sicher gehen, dass das wirklich geht mit dem, was ich da mache, mit der Krankenversicherung, mit der Altersvorsorge und so weiter. Dann haben wir ja meistens all die relevanten Informationen über euch und ihr schickt uns das einfach mal, was ihr da machen wollt und dann können wir euch Daumen hoch oder Daumen runter geben. Dafür sind wir ja da. Wenn ich all diese Steuertipps anwende, habe ich am Schluss mehr Geld übrig, als der Staat verdient. Ja. Das ist ja erstrebenswert. Einen wichtigen Punkt noch, ehrlicherweise ist der ist auch nochmal wichtig am Jahresende tatsächlich. Handwerkerleistungen. Ist einfach so, weil es so wahnsinnig attraktiv ist und weil ich persönlich das Heckeschneiden bei uns zu Hause schon seit Monaten aufschiebe, möchte ich auch an dieser Stelle euch daran teilhaben, was man da eigentlich bei der Steuer machen kann. Das heißt, wenn ihr bestimmte Sachen schon wahnsinnig lange aufschiebt oder keine Ahnung, Bilder aufhängen, dafür braucht man keinen Handwerker. Irgendwas, wofür man einen Handwerker braucht. Ihr könnt Kosten für einen Handwerker im privaten Haushalt in der Steuererklärung geltend machen. Und absetzbar sind 20% des Lohnanteils. Das heißt, 6.000 Euro sind insgesamt förderfähig quasi. Und das heißt 1.200 Euro pro Jahr. Und diese 1.200 Euro sind quasi fast 1:1 mit der Steuer verrechnbar. Die ganze Berechnung ist natürlich komplizierter, aber das ist zu einem wirklich sehr, sehr hohen Anteil in der Steuererklärung geltend zu machen. Wichtig ist, ihr braucht eine Rechnung und ihr müsst elektronisch bezahlen, in diesem Jahr noch, um es in diesem Jahr zu berücksichtigen. Wichtig auch elektronisch, so hier den, ja, der es euch billiger anbietet, wenn ihr bar bezahlt ohne Rechnung, den könnt ihr nicht absetzen. Deswegen gibt es diese Regelung halt, damit das nicht mehr passiert. Also Schwarzarbeit ist natürlich nicht absetzbar. Hier einfach nur ein wichtiger Punkt, weil auch das vergessen ganz viele. Wenn ihr selbst sagt, ey, ich brauche keinen Handwerker, ich kann das alles alleine oder gibt halt auch nichts, wofür ich ihn brauchen könnte. Wenn ihr zur Miete wohnt, also wenn ihr ein Eigentum habt, dann habt ihr meistens irgendwann immer irgendwie was mit dem Handwerker zu tun. Aber auch wenn ihr zur Miete wohnt, ihr kriegt ja einmal im Jahr von eurem Vermieter eine Aufstellung, die Nebenkostenabrechnung. Und in dieser Nebenkostenabrechnung stehen eigentlich nahezu immer Handwerkerrechnungen. Und das heißt, ihr könnt die Positionen, die in eurer Nebenkostenabrechnung stehen, diese Handwerkerrechnung, euren Anteil, könnt ihr auch von der Steuer absetzen. Das vergessen relativ viele. Das heißt, die Nebenkostenabrechnung ist für eure Steuererklärung wahnsinnig wichtig, weil da drin stehen Handwerkerrechnungen, die ihr absetzen könnt.
Und auch noch ein wichtiger Punkt, einfach nur so, weil Weihnachten ist, Spenden könnt ihr auch ordentlich absetzen, wenn ihr sie gezahlt habt. Das heißt, bis zu 20% eures gesamten Einkommens kannst du als Spende von der Steuer absetzen. Also lieber Ralf, Ralf hast du gar nicht gesagt, Ralf hat es gar nicht geschrieben, lieber Akronix, wenn du so viel Geld übrig hast, 20% davon kannst du spenden und von der Steuer absetzen. Ralf hat was anderes geschrieben, darauf gehe ich gleich ein. Und begünstigt werden Spenden zur Förderung kirchlicher, gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke. Ihr braucht einen Spendennachweis, also eine Spendenbescheinigung ab 300 Euro. Alles unter 300 Euro, da reicht der Kontoauszug. Das heißt, wenn ihr einen Kontoauszug habt, wo drauf steht, an wen das Geld gegangen ist, dann reicht da der Kontoauszug. Auch da wichtiger Punkt, pro Transaktion. Das heißt, da könnt ihr euch zu Weihnachten überlegen, ob ihr da noch irgendwie unterstützen wollt und spart direkt Steuern. Sieht dann großzügig aus und ihr habt auch noch was davon. Soweit zu Spenden. Ich möchte auch noch auf die 10-Tage-Regel eingehen. Wichtig ist, es gibt eine 10-Tage-Regel, und zwar bei wiederkehrenden Kosten. Ich habe ja sowas gesagt wie, ihr könnt eure Software-Tools einfach auf jährliche Zahlungsweise umstellen und so weiter. Das geht. Es gibt aber, ich würde mal sagen, ein Sperrbereich, und zwar 10 Tage vor und nach dem Jahreswechsel. Also zwischen dem 21. Dezember und dem 10. Januar 2023. Bei wiederkehrenden Kosten gilt dieses Zufluss-Abfluss-Prinzip nicht, sondern da gilt denn das Prinzip der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Das heißt, wenn ich meine monatliche Gebühr, Adobe Creative Cloud oder meine Miete für mein Büro am 27. Dezember zahle für Januar, dann muss das in das richtige Jahr gerechnet werden. Das heißt, das solltet ihr zumindest bei den Kosten, die ihr wiederkehrend habt, berücksichtigen und müsst das Ganze dann halt vorm 21. Dezember zahlen. Dann könnt ihr es auch in diesem Jahr noch berücksichtigen und nicht erst im nächsten Jahr. Das ist einfach noch so ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle für die Kosten, die ihr produzieren könnt. Tatsächlich gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Kosten und Steuerspartipps und so weiter. Und ihr findet tatsächlich auch auf unserem Kanal, an dieser Stelle noch einmal, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Wir haben auch eine ganze Videoreihe aufgenommen, wo wir auch so Steuerspartipps und Tricks erklärt haben, die man vielleicht so noch nicht gehört hat. Also ein ganz konkretes Fall in meiner Selbstständigkeit. Meine Frau ist selbstständig und ich bin selbstständig und wir helfen uns auch gerne, also was ist gerne auch, aber wir helfen uns auch regelmäßig mit der Selbstständigkeit. Und das unter Umständen da dann attraktiv, dass man den Ehepartner zum Beispiel als Minijobber anstellt, weil die Lohnnebenkosten für ein Minijobverhältnis sind häufig günstiger als der Einkommensteuertarif. Und dann ist es eventuell günstiger, den Ehepartner tatsächlich als Minijobber anzustellen. Das habe ich zum Beispiel mal in einem Video durchgerechnet. Schaut euch das gerne mal an. Das hat jetzt relativ wenig damit zu tun, dass jetzt Dezember ist. Das könnt ihr auch im Mai, Juni, Juli, wann auch immer, Oktober machen. Das heißt, das habe ich deswegen hier nicht aufgenommen. Natürlich kann ich da noch deutlich mehr drüber erzählen. Da gibt es eine ganze Videoreihe. Schaut euch das gerne an. Wenn ihr Bock habt, einfach mal so ein generelles wie kann ich Steuern sparen Video mache oder Webinar mache. Irgendwie fand ich das ganz lustig und bin so positiv überrascht, dass so wahnsinnig viele Leute da sind. Wenn ihr dazu generell so ein allgemeines Thema habt, dann würde ich dafür tatsächlich eher einen zweiten Termin ansetzen, weil für das, was man speziell jetzt zum Jahresende noch beachten muss, damit wäre ich soweit am Ende und habe auch ungefähr die Zeit eingehalten, die ich versprochen habe. Aber ich kann das ganze andere, könnt ihr euch quasi als fertiges, aufbereitetes Video gerne natürlich anschauen und habe euch aber jetzt auch einmal alles mitgegeben, was ihr zumindest jetzt im Dezember schon mal scannen müsst. Die ganzen anderen Möglichkeiten, Steuern zu sparen, könnt ihr halt auch noch im Januar, Februar, März und so weiter machen. So viel zu den Themen, die ich euch einmal unbedingt mitgeben wollte und musste. Und jetzt habe ich euch natürlich versprochen, dass ich eure Fragen beantworte. Und das machen wir doch einfach einmal. Macht es Sinn, bei einem Umsatz von 45.000 zu 2 Selbstständigkeiten zu wechseln, um umsatzsteuerfrei zu bleiben? Haben letztes Jahr im November gegründet und erste Einnahmen im Januar 2022 gemacht. Ich gehe davon aus, dass du quasi ein Unternehmen hast, 45.000 auch Umsatz machst und jetzt überlegst, ich könnte das splitten, dann bin ich noch Kleinunternehmer. Ist das richtig? Wenn ja, geht leider nicht.
Das Umsatzsteuergesetz kennt das nicht, kennt nicht mehrere Unternehmen. Du kannst mehrere Selbstständigkeit haben, das bezieht sich aber immer nur auf deine Buchhaltung, auf deine Einnahmenüberschussrechnung und auf die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer, nicht auf die Umsatzsteuer. Du musst tatsächlich eine Umsatzsteuervoranmeldung, eine Umsatzsteuererklärung machen für alles. Du kannst nicht bei 100.000 Euro Umsatz einfach sagen, naja, ich teile das jetzt in 5 Selbstständigkeiten und bin jetzt 5-mal Kleinunternehmer. Das geht nicht. Also den Aufwand kannst du dir sparen, das funktioniert nicht. Du musst eh das alles zusammenrechnen und das in eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Mike fragt, wie verhält es sich mit einer Investition, die auf Finanzierung läuft und noch nicht abbezahlt ist? Ist sie in diesem Jahr komplett absetzbar? In einer Investition? Das hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Investition ist. Grundsätzlich musst du bei Investitionen, die ihr finanziert, das immer trennen. Also ihr habt einmal den Kredit und einmal das Wirtschaftsgut, was dann zu euch dazugehört, zu deinem Firmenvermögen dann dazugehört. Diese Investition, also dieses Wirtschaftsgut, was du hast, das musst du abschreiben über die normale Nutzungsdauer. Das ist, findest du auch ein Video auf unserem Kanal dazu, also ermittelst du den Wert, der da abzuschreiben ist und die Nutzungsdauer und verteilst es darüber. Die Finanzierung, also den Kredit, den buchst du separat. Da ist wichtig, dass ein Kredit ja immer aus zwei Teilen besteht. Einmal den Tilgungsanteil und den Zinsanteil. Den Zinsen kannst du als Betriebsausgabe buchen, immer dann, wenn du sie zahlst. Und den Tilgungsanteil, der ist neutral. Das heißt, den darfst du nicht als Ausgabe buchen. Das heißt, ob du etwas sofort absetzen kannst, ist unabhängig davon, wie du es gekauft hast. Das heißt, das kannst du unter Umständen machen, wenn Voraussetzungen dafür gegeben sind. Aber du kannst halt zum Beispiel auch die Sonderabschreibung oder den Investitionsabzugsbetrag nutzen, wenn der quasi auf deine Anlage gut, auf deine Investition zutrifft. Wenn ich vergesse, meine Rechnung in der Umsatzsteuer zu vermerken, kann ich sie dann trotzdem als Steuererklärung verwenden? Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Also grundsätzlich kannst du, wenn du eine eigene Rechnung, also egal welche, ob deine eigene oder eine Rechnung, die du bekommst, wenn du die vergisst in einer Umsatzsteuervoranmeldung, dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du korrigierst die Umsatzsteuervoranmeldung, das geht auch wenn du bei Elster Online das zum Beispiel machst, setzt du einfach einen Haken, wenn du unser Mandant bist, dann sagst du uns einmal Bescheid, sorry, was vergessen, und dann können wir das für dich korrigieren. Oder aber du machst noch einmal im Jahr eine Umsatzsteuerjahreserklärung und da kannst du halt die vergessenen Rechnungen reinpacken. Ehrlicherweise, wenn du da jetzt ganz hohe Beträge von dir vergisst, ups, ich habe vergessen, 10.000 Euro Umsatzsteuer zu zahlen, dann kann man dir schon unterstellen, dass du das mit Absicht irgendwann gemacht hast. Und das ist dann halt unter Umständen, kann man dir Steuerhinterziehung unterstellen, wenn du das jetzt systematisch mit Absicht machst, wenn du irgendwo mal eine Rechnung vergisst, weil, keine Ahnung, ein Hotel, ich vergesse immer Hotelübernachtungsrechnung. Also wenn ich im Hotel bin, da bezahle und dann die Rechnung mitbekomme, die fliegt dann halt immer rum, bis ich dann denke, ach shit, habe ich vergessen. Das passiert immer mal wieder. Das sind ja meistens noch die Vorsteuerbeträge, das sind nicht Umsatzsteuer, die ich zahlen muss. Das kann natürlich, das kann mal passieren und dann kannst du das einfach korrigieren oder in der Steuererklärung machen. Elli schreibt, wenn ich heute eine Dienstleistung für 2023 im Voraus bezahle, eine Beratung, kann ich das in 22 oder erst in 23 von den Einnahmen absetzen? Hervorragendes Beispiel, du kannst es jetzt, wenn du das in diesem Jahr noch bezahlst, dann kannst du es in diesem Jahr noch absetzen. Halte ich persönlich für einen wahnsinnig guten Trick. Erzählt einem auch fast immer keiner, aber genau das habe ich über Jahre hinweg auch immer gemacht, dass ich meine eigenen Zahlungen verschleppt habe und was du gerade sagst, dass ich Kosten vorgezogen habe. Genau, dann kannst du das in diesem Jahr noch absetzen. Native schreibt, kann ich als Softwareentwickler Spenden an ein Open-Source-Software-Projekt, das nicht offiziell gemeinnützig ist, als Betriebsausgabe oder Spende anrechnen? Also wenn es nicht ist, zum Thema Spenden habe ich ein Video schon veröffentlicht und tatsächlich kommt morgen auch ein Video, wo es um das ganze Thema Spenden geht. Wenn es nicht offiziell gemeinnützig ist, ist es wahrscheinlich keine Spende. Das heißt, du kannst es nicht als Sonderausgabe absetzen, aber du fragst auch als Betriebsausgabe. Du kannst natürlich auch in Organisationen Geld bezahlen. Also du kannst ja auch, wenn du in einem Verein Mitglied bist oder in einem Verband oder in die IHK-Mitgliedschaft, da zahlst du ja auch in ein Projekt ein. Und das ist eine Betriebsausgabe. Wichtig ist, dass du einen Bezug dazu hast, dass es dir unternehmerisch hilft. Und gerade du als Softwareentwickler ist ein Open-Source-Software-Projekt ja eventuell auch sowas fast vergleichbar wie mit einem Club, mit einer Mitgliedschaft. Und du knüpfst darüber ja mit Sicherheit irgendwie Kontakte und das hilft dir dabei, an Projekte zu kommen oder Mitarbeiter zu bekommen, Netzwerk, berufliches Netzwerk aufzubauen und sowas. Wie gesagt, du musst es immer argumentieren, dass das auch betrieblich eine sinnvolle Ausgabe ist.
Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen argumentiert, warum das Sinn ergeben könnte. Wenn das in deinem Fall so ist und du das genauso argumentieren kannst, dann kannst du das einfach als Betriebsausgabe buchen. Das heißt, dann packst du das in die Buchhaltung. Maren schreibt, wenn ich am 31.12. eine Rechnung ohne Umsatzsteuer schreibe und ab dem 1.1. aber in die Regelbesteuerung komme, dann zahle ich Umsatzsteuer auf die Einnahmen und mache damit Minus. Nein, genau, das ist das Beispiel, was ich eben schon bei Larissa genommen habe. Das machst du nicht. Wenn du für dieses Jahr eine Leistung ausübst, am 31.12. eine Rechnung schreibst ohne Umsatzsteuer und kriegst das Geld nächstes Jahr, dann war das ja eine richtige Rechnung, weil du in diesem Jahr noch Kleinunternehmerin warst. Und dann buchst du die auch ohne Umsatzsteuer, aber halt nur die. Wenn du dann ab dem 1.1. eine Leistung ausführst und am 1.1. eine Rechnung schreibst, dann muss die natürlich, also muss die Rechnung mit Umsatzsteuer sein. Aber genau, du machst kein Minus bei diesem Jahreswechsel. Native Exception fragt, muss die unterstützte Organisation Spende thematisch was mit meinem Business zu tun haben? Nee, überhaupt nicht. Also Spende sowieso, du unterstützt das, was du willst. Also die Spende hat nichts mit deiner Selbstständigkeit zu tun. Das war in dem Bereich der Einkommensteuer. Kannst du unterstützen, wen du willst. Also jetzt speziell bei einer Spende, bei kirchlich, gemeinnützig und so weiter. Das muss überhaupt gar nichts mit deinem Business zu tun haben. Das ist, muss das sein, was dich am meisten, was du am meisten unterstützenswert findest. Marvin schreibt, wenn ich einen Laptop besitze und mir einen neuen kaufe, für welchen Betrag kann ich denn den alten Laptop verkaufen? Geht das sogar für 1 Euro? Ja, den kannst du auch verschenken. Also es gibt keine Vorschrift, für wie viel Geld du den verschenken musst. Wichtig ist nur, du kannst sie dir nicht selber schenken. Also du kannst jetzt nicht sagen, ey, oder ich kann jetzt nicht sagen, Melchior, der Business-Melchior schenkt dem Privat-Melchior jetzt den Laptop für 1 Euro und deswegen muss ich nicht versteuern. Das geht nicht. Aber wenn das kein Wert ist oder du jemanden unterstützen willst, der irgendwie in seiner Uni einen Laptop braucht und keinen hat und so, dann kannst du den auch für 1 Euro verkaufen. Sera schreibt, kann man bei euch auch Gewerbetreibender und Freelancer gleichzeitig sein? Also zum Beispiel mit 2 Konten. Ja, kannst du sehr gerne, bist herzlich willkommen. Ben schreibt, ich möchte dieses Jahr noch gerne viel Umsatz machen. Das klingt gut. Kein Neujahrsvorsatz, sondern ein Altjahresvorsatz. Und das über das Konto des Geschäftskonto tätigen. Habe heute aber erst meine steuerliche Erfassung zu Elster geschickt. Wie kann ich noch schnell, kommt irgendwann die Fortsetzung, muss die Fortsetzung nicht lesen, ich weiß ja, was du willst, noch viel Umsatz machen. Steuerliche Erfassung. Das Problem ist, genau, nach der steuerlichen Erfassung bekommst du deine Steuernummer und die Steuernummer brauchst du, um sie auf deine Rechnungen zu schreiben. Du kannst auch vorher schon Rechnung schreiben, dann musst du die Rechnung anschließend korrigieren. Du kannst halt noch keine Steuernummer auf deine Rechnung schreiben, weil du noch keine Steuernummer bekommen hast. Und das braucht in der Regel auch ein bisschen länger. Und ehrlicherweise gehe ich ein bisschen davon aus, dass das Finanzamt das nicht mehr vor Weihnachten hinbekommen wird, dir eine Steuernummer zu schicken. Je nachdem, welches Finanzamt, wie ausgelastet die sind und so weiter, weiß ich alles in deinem Fall nicht. Deswegen kannst du grundsätzlich machen. Wenn dein Kunde oder du bei einer Plattform arbeitest, wie auch immer, kannst du auch schon Auszahlungen haben. Das heißt, du kannst den Umsatz schon machen. Du solltest allerdings anschließend, sobald du die Steuernummer hast, diese Rechnungen nochmal korrigieren. Das heißt, du musst nochmal quasi eine richtige Rechnung stellen, weil ohne Steuernummer ist es keine richtige Rechnung. Das heißt, du kannst es auch mal anschließend machen. Aber wenn du Kunden hast, die dich bezahlen, dann kannst du das, kannst du Umsätze machen. Wichtiger Punkt ist halt, du solltest, es gibt Unternehmen, die zahlen dir deinen Betrag, deine Rechnung, wir werden dann halt nicht bezahlt, wenn es keine ordnungsgemäße Rechnung gibt. Wenn das der Fall sein könnte, dann musst du halt leider auf deine Steuernummer warten. Marvin schreibt, wie kann man einen gebraucht gekauften Laptop ohne Rechnung, beispielsweise gekauft über eBay Kleinanzeigen, ins Betriebsvermögen übertragen? Es gibt die Möglichkeit, einen Eigenbeleg zu erstellen. Sollte nicht der Standard sein, aber wenn du mal das Wort Eigenbeleg Eigenbeleg-Contest auf YouTube eingibst, dann findest du eine Anleitung, wie so ein Eigenbeleg aussehen könnte, welche Anforderungen es da gibt, welche Einschränkungen, und du findest ziemlich sicher, so wie ich mich kenne, in der Videobeschreibung zu diesem Video auch eine Vorlage für einen Eigenbeleg. Deswegen, Marvin, such das mal, schau das mal an. Wenn du dazu denn konkret eine Frage hast, kannst du das Video auch gerne kommentieren. Ich bin heute Abend, wie gesagt, auf der Couch, gucke mir die ganzen Kommentare an und beantworte dann alles. Omega schreibt, kann ich, wenn ich Anfang des Jahres ein Einzelunternehmen gegründet habe und
nachträglich meine Tätigkeit auch freiberuflich hätte sein können, rückwirkend wechseln. Ja, kannst du. Du kannst auch tatsächlich, wenn sich dein Geschäftsmodell ändert, das auch einfach ummelden. Wenn du jetzt in diesem Jahr gegründet hast und in diesem Jahr tätig warst und jetzt denkst, ach shit, eigentlich bin ich ja eher freiberuflich gewesen, dann musst du zwei Institutionen anrufen. Einmal Finanzamt, weil du erklärst deine Umsätze dann nicht mehr als Einkünfte aus Gewerbebetrieb, sondern Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Das ist ein bisschen verwirrend. In der Steuererklärung heißt freiberufliche Einkünfte heißen selbstständige Tätigkeit und Gewerbe hat Gewerbe. Und du musst natürlich dein Gewerbe auflösen, idealerweise rückwirkend. Also, dass das so nie existiert hast. Darum müsst du dich kümmern, aber das geht. Das kannst du auch tatsächlich später machen, wenn du quasi als Gewerbetreibender anfängst und dann irgendwie nach 3 Jahren merkst, irgendwie bin ich nur freiberuflich tätig, kannst du das immer nochmal ändern. Freedom schreibt, Einzelunternehmen im Oktober angemeldet, Verzicht auf Kleinunternehmerregelung und noch keine Steuernummer bekommen. Uff, Oktober ist schon echt lang. Kann ich trotzdem Kosten für 2022 geltend machen, falls die Steuernummer in 2022 nicht mehr kommt? Ja, Kosten kannst du auf jeden Fall immer absetzen, also auch Monate oder Jahre sogar, bevor du Umsätze machst. Absolut, gar kein Problem. Katharina schreibt, macht der Tipp mit dem jetzt noch ein paar Ausgaben machen Sinn, wenn ich jetzt Kleinunternehmer bin und ab dem 1.1. Regelbesteuerung wählen wollen würde? Lieber dann nächstes Jahr wegen Umsatzsteuer geltend machen? Ja, ich glaube, das ist jetzt eine Meinung. Das ist jetzt, weil ich deine Zahlen noch nicht kenne, ich glaube, tendenziell würde ich das auch dann nächstes Jahr machen, weil du kannst die Umsatzsteuer wiederholen. Und zweitens wird dein Steuersatz in diesem Jahr auch nicht so wahnsinnig groß sein, wenn du noch Kleinunternehmerin bist. Deswegen würde ich tendenziell auch sagen, mach's eher nächstes Jahr. Richard, spannende Frage, also 5 letzte Frage. Wenn ich ein Auto kaufe mit Werbung für meine Firma und meine Tochter wird damit fahren, darf ich das versteuern? Werbungskosten. Wenn deine Tochter damit fährt, ist das privat. Das ist eine Privatfahrt, das heißt, kannst du natürlich machen. Sie kann natürlich Werbung fürs Unternehmen fahren, aber es ist eine private Fahrt. Das heißt, es ist ein Firmenwagen. Also wichtig ist, dass die Tochter nicht ausschließlich damit fährt. Wenn die Tochter ausschließlich damit fährt, dann ist es ein privates Auto. Egal, ob du da Werbung drauf klatscht oder nicht. Also, du hast einen Firmenwagen, also du kannst Werbung auf dem Auto der Tochter buchen und eventuell deiner Tochter dafür Geld bezahlen. Das ist jetzt aber schon ganz fancy. Solltest du unbedingt mit dem Steuerberater, also kannst du gerne mit uns drüber reden und so weiter. Also das Konstrukt wäre zumindest theoretisch denkbar. Wenn es ein Firmenwagen ist, den du auch firmenmäßig nutzt und deine Tochter auch fährt, dann muss halt eine 1%-Methode oder Fahrtenbuch gemacht werden und das ist dann halt ein Teil der privaten Fahrten, die da erfasst werden müssen. Ich habe einen Bildschirm vor 2 Jahren privat gekauft und würde ihn jetzt gerne in die Selbstständigkeit verrechnen, also ja, einlegen. Gibt es eine Vorgabe, wie viel billiger der Monitor mit diesem Alter sein muss? Nein, ich habe da tatsächlich unten auch in der Videobeschreibung ein Video gemacht, wo ich ganz speziell auf die Einlage gegangen ist und wie ich vorschlagen würde, wie ich den Wert dokumentieren würde. Deswegen Andreas Herrich, schau dir das gerne mal an. Da ist auch eine Vorlage und mach das genau so. Das ist das, wie ich es am ehesten empfehlen würde. Also eBay-Kleinanzeigen gucken, was ist so der Wert und solche Sachen. Marcel sagt, wie sinnvoll ist es, das Wirtschaftsjahr mit einem Verlust abzuschließen oder sollte notwendige und geplante Investitionen lieber in das kommende Jahr verschoben werden? Wie ist das mit dem Verlustvertrag? Grundsätzlich ist das, wenn das dein einziges Einkommen ist, nicht empfehlenswert, weil du bestimmte Sachen nicht absetzen kannst. Also Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung kannst du nicht absetzen, wenn du insgesamt in einem Jahr Verlust machst. Es ergibt dann aber Sinn, wenn du mehrere Einkommensquellen hast. Also wenn du ein Anstellungsverhältnis hast, 50.000 Euro Gewinn machst, also ein Bruttogehalt hast und 10.000 Euro in deiner Selbstständigkeit Verluste machst, dann lohnt sich das, weil dann kannst du es verrechnen und dann musst du nur für 40.000 Euro Steuern zahlen und du hast ja in deiner Gehaltsabrechnung schon monatlich die ganzen Lohnsteuerabzüge und dann bekommst du tatsächlich eine ordentliche Steuererstattung. Insgesamt einen Verlust zu machen, ist in der Regel nicht empfehlenswert, weil du halt die variablen also Kosten, Sonderausgabe, außergewöhnliche Belastung, die kannst du dann leider nicht mehr absetzen. Deswegen würde ich tatsächlich schon versuchen, Verluste zu vermeiden. Aber wenn du im gleichen Jahr andere Einkünfte hast, dann lohnt sich das. Und wie sieht es aus, wenn ich schnell noch ein paar Betriebsmittel für meine freiberufliche Tätigkeit brauche? Muss ich dann jetzt jedes Mal von meinem Konto aufs Geschäftskonto einzahlen? Ja, würde ich dringendst empfehlen. Idealerweise bezahlst du halt einmal ein bisschen mehr ein, damit das für deine ganzen Betriebsmittel reicht. Du musst ja nicht jedes Mal einzeln Geld überweisen, sondern du brauchst das Geld halt insgesamt einmal auf dem Konto. So, ich bedanke mich bei euch.
Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich bin begeistert. Bei der Beteiligung habe ich tatsächlich Bock, das regelmäßig zu machen. Und ja, wie vorhin der Vorschlag kam, vielleicht machen wir einfach nur ein Q&A. Ich schmeiße ein Thema in die Runde und dann machen wir Fragen und Antworten. Ist für mich auch ein bisschen leichter, muss ich mir nicht so viel vorbereiten. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke euch. Als letzter Aufruf noch einmal, abonniert gerne den Kanal. Wir veröffentlichen regelmäßig schöne Videos. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Zahlt vielleicht 1, 2, 3 Euro weniger Steuern. Und ansonsten würde ich sagen, für die kleinen Unternehmer, wir sehen uns am 4. Januar und für alle anderen auch morgen 17 Uhr kommt das nächste Video. Bis dahin, ciao, ciao.